Der FC Red Bull Salzburg darf bereits den 9. Meistertitel in Serie feiern. Nach dem Heimspiel gegen Austria Klagenfurt gibt es die Tellerübergabe samt Meisterfeier. Und vor dieser Partie wird Zlatko Gojanusovic, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, offiziell verabschiedet. Der Routinier davon Beginn an ran führt das Team als Kapitän auf das Spielfeld. Die Salzburger beginnen von links nach rechts. 13. Spielminute. Maxi Morera mit dem Fehler und dann werden die Gastgeber das erste Mal gefährlich. Karim Adeyemi auf Lukas Sucic und der prüft die Aufmerksamkeit von Lennart Moser. Die Leihgabe von Union Berlin besteht den Test. Sucic hält weiterhin bei 8 Saisontoren. Alle konnte er im Frühjahr erzielen. Adeyemi auf gleicher Höhe, steht nicht im Abseits. Ein möglicher Treffer, er hätte gezählt. Der anschließende Corner, es ist eine einstudierte Variante bei den Bullen. Seiwald verzögert geschickt. Bernardo mit der Kopfballchance. Der Brasilianer spielt als Linksverteidiger, vertritt dort Andi Ulmer, der unter der Woche zum zweiten Mal Papa geworden ist. Wir gratulieren recht herzlich. Die Salzburger sind das spielbestimmende Team, haben auch deutlich mehr Ballbesitz. Uma Solé mit dem sehenswerten Dribbling und dann beweist auch eine Menge Gefühl. 28. Minute, Moser mit der nächsten guten Tat. Bei den Bullen fehlt der letzte Nachdruck. Die Klagenfurter werden in Hälfte 1 kein einziges Mal so richtig gefährlich. 39. Minute. Zlatko Gojanusovic mit dem gut angetragenen Freistoß. Der Routinier zeigt eine ambitionierte Leistung, versucht auch immer wieder Akzente zu setzen. Kurz vor der Pause. Es wird einmal schnell und zügig beim österreichischen Serienmeister kombiniert. Karim Adeyemi auf Zlatko Gojanusovic. Den muss er doch machen, macht ihn aber nicht. Tolle Möglichkeit, schön herausgespielt. Zur Pause steht es in Waldsitzenheim aber noch torlos. Und der Gruß der mitgereisten Fans aus Klagenfurt an den Absteiger, die Admira, sehr sympathische Nachricht in Richtung der Niederösterreicher. 3 Minuten nach Wiederbeginn, es gibt den Freistoß von Patrick Greil. Da ist Markus Pink und da ist Turgay Gemicibasi und das überraschende 1:0 für den Aufsteiger. Gemicibasi bereits mit seinem 9. Saisontor, der zentrale Mittelfeldspieler mit dem perfekten Abschluss, setzt seinen Kopfball ideal, löst das überragend. Da gibt es überhaupt nichts zu halten für den Torhüter der Salzburger, Nico Mantl. Die Gastgeber versuchen sofort die passende Antwort zu finden. Einer, der weiterhin praktisch überall unterwegs ist. Ja, ja, Zlatko Gojanusovic auf Verdacht zur Mitte, der eingewechselte Benjamin Šeško beinahe mit dem 1:1. Bekommt aber nicht mehr die gewünschte Kontrolle. Die 51. Minute, es wird spektakulär aufgepasst. Turgay Gemicibasi per Freistoß beinahe mit dem Doppelpack. Herrliche Schusstechnik, eine herausragende Parade von Nico Mantl. Großartige Szene der beiden Beteiligten. Bei den Salzburgern fehlt weiterhin die letzte Entschlossenheit und auch Zielstrebigkeit. Die Bullen geben aber weiterhin klar das Tempo vor, kommen zu Chancen. 58. Minute. Benjamin Šeško sorgt nach seiner Einwechslung für viel frischen Wind. Nach etwas mehr als einer Stunde sagt Zlatko Gojanusovic dann Servus. Der Routinier macht in seinem letzten Bundesligaspiel für die Salzburger Platz. Für den etatmäßigen Kapitän Andi Ulmer Gojanusovic bekommt seinen gebührenden Applaus. Das gesamte Stadion erhebt sich. Die 70. Minute, die Salzburger über Brandon Aaronson. Karim Adeyemi, Benjamin Šeško verliert Nicolas Wimmer. Endstation ist wieder einmal bei Lennart Moser. Und nur wenige Augenblicke später stellen die Klagenfurter beinahe auf 2:0 das Team von Peter Parkholt mit dem exzellenten Umschaltmoment. Turgay Gemicibasi setzt Markus Pink ideal in Szene. Der vergibt aber, ein paar Minuten danach wird es wieder gefährlich und wieder durch Benjamin Šeško. Dem 18-jährigen Slowenen ist an diesem Abend aber einfach kein Treffer vergönnt. Florian Jaric klärt noch deutlich vor der Linie. Die Gäste aus Kärnten bleiben im Kontospiel gefährlich. Die Salzburger müssen Risiko nehmen. Es gibt etwas Platz für den Aufsteiger. Alex Timossi Andersson ans Außennetz. So bleibt es spannend. 77. Minute. Dann verabschiedet sich auch Karim Adeyemi, der Rekordtransfer der Salzburger, wechselt zu Borussia Dortmund in die deutsche Bundesliga. Ihn ersetzt Sekou Keita und für Letztgenannten ist es erst sein zweiter Einsatz nach seinem überstandenen Kreuzbandriss. Adeyemi ist der aktuell Führende in der Torschützenliste mit 19 Treffern. Giacomo Vrioni von der WSG lauert dahinter mit 17 Stück. 81. Minute, Christensen
leitet ein. Luka Sucic mit einem kleinen, feinen Tänzchen behauptet sich gekonnt gegen Kosmas Getsos. Es fehlt wahrlich nicht viel. Und Torhüter Lennart Moser anschließend mit der Emotion. Dann läuft bereits die Nachspielzeit und die Bullen, sie kommen noch einmal. Wie so oft in dieser Spielzeit der eingewechselte Kjærgaard scheitert an Lennart Moser. Die Aktion läuft weiter, Mo Camara, Sekou Keuter setzt entscheidend nach. Da ist tatsächlich noch der späte, aber natürlich hochverdiente Ausgleichstreffer für den österreichischen Meister. Sekou Keuter mit seinem ersten Bundesliga-Treffer seit Februar des vergangenen Jahres. Die Salzburger können den Ausgleichstreffer noch irgendwie erzwingen. Das Heimteam kann im letzten Moment noch die erste Heimniederlage in dieser Bundesliga-Saison verhindern. Danach gibt es die große Meisterfeier inklusive Tellerübergabe. Die Salzburger beenden eine tolle Saison mit einem 1:1 Unentschieden. Gratulation an die Bullen. Heute wird völlig zu Recht noch ordentlich gefeiert.